Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video, in dem es höchstwahrscheinlich ja, um das Video im Hintergrund geht. Ist ein nachkommentiertes Video und heute geht es um das Thema Modern Warfare 2 ohne Hacker auf allen Systemen. Der Sinn davon ist, oder um was da geht, das erkläre ich euch jetzt. Es geht um eine Petition vom Commander Krieger gegen Hacken und Cheaten. Er ruft dazu auf, dass für Call of Duty Modern Warfare 2 Updates rauskommen, die das Cheaten nicht mehr möglich machen. Ich hoffe, das geht durch. Bitte unterschreibt auf dieser Seite. Ich werde euch jetzt gleich ins Video reinschneiden. Ihr müsst auf dieser Seite nur einen Namen eintragen, Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, könnt ihr aber etwas anderes hinschreiben und E-Mail. Genau. Bitte, wenn ihr euch mit YouTube einigermaßen auskennt oder mit Videos produzieren, dann schneidet's oder macht's, ja, schneiden, macht's bitte selber ein Video, in dem es um dieses Thema geht, um einfach das Game hackerfrei zu machen, weil so viel, wie ich jetzt mitbekommen habe, ist MW2 eins von die Spiele, da wo die meisten Hacker dabei sind, und es ist einfach gegenüber den anderen Spielern unfair, die wo Geld in das Spiel investiert haben. Und ich würde selber auch kein Geld in ein Spiel investieren, das wo ich nach 2 Monaten nicht mehr spielen kann, weil es einfach nur noch überhackt ist und keinen Spaß mehr macht. Genau, vielen Dank, dass ihr dieses Video angesehen habt, angeschaut habt. Jetzt kommt mein Dialekt durch. Wie gesagt, selbst vor die Kiste hocken, Video machen, das verbreiten, dann hat er als Videoantwort an Commander Krieger und das sei Petitionsvideo posten und ja. Genau, die wo mich kennen, bis zum nächsten Mal. Die mich jetzt nicht kennen, ich würde mich sehr über einen Kommentar oder ein Dislike, Like, freuen und ja, bis demnächst.